Hasta la bonsoir, muchachos! Boo, 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 boo! Da bin ich am Schlüssel, der Deko zockt Rainbow Six Siege Modus locker auf dem Map House Bereich sichern. Wir zocken alleine. Was ist da los? Warum ist Deko alleine? Dieser arme kleine Junge, er hat keine Freunde. Folgendes, und zwar, wie ihr alle wisst oder wie ihr vielleicht mitbekommen habt oder auch nicht, wenn nicht, dann ich sag's euch jetzt sowieso, scheißegal. Mabossa ist gerade in Bulgarien und zwar ist er ungefähr seit 3 Stunden in Bulgarien, jetzt bei mir, bei euch seit heute Mittag irgendwann. Das heißt, der ist für eine Woche weg, kommt am 27. irgendwann wieder, wahrscheinlich werden am 28. wieder Aufnahmen mit ihm stattfinden. In der Zwischenzeit, wir haben schon viel voraufgenommen, für GTA ist gesorgt, für Rainbow Six ist leider nicht gesorgt. Für ARK ist gesorgt, für GTA ist gesorgt, ja. Rainbow Six wird jetzt ohne Mabossa stattfinden, die nächsten Tage. Das bedeutet, ich werde allerdings nicht immer Solo aufnehmen, sondern versuchen, so viel möglich mit den Hodenkobolden aufzunehmen, denn ich will natürlich am liebsten auch Rank zocken und nicht locker. Aber wo ich hier gerade so alleine bin, zocke ich dann doch lieber ein bisschen locker. Ja, ich will mir meine Rank-Stats nicht vermasseln. Wo sind die hier drin? Was? Nee. Was macht ihr da hier oben? Die sind doch im Keller. So. Ja, das so sieht's aus. Ihr wisst jetzt Bescheid. Mein Bosser ist nicht da. Ich nehme Solo auf. Und aber das macht ja nichts, ne? Deko rasiert er sowieso immer. Sagte er und verkackte. Hart. Wir sind sogar ziemlich gut gespawnt. Sind anscheinend im Keller auf die... Oben ist offen, oben ist offen, oben ist offen, oben ist offen, oben ist offen. Sie haben einen Bandit. Ah, der Bandit ist leider nicht tot. Oh fuck. Okay, das Ding ging durch. Ich passe jetzt mal oben aufs Fenster auf. Da ist offen, da können wir meine Kollegen machen. Ich check den Spaß hier. Beim Car ist einer. Ich kann auch die andere Seite aufmachen. Ich würde euch gerne mal in einer ruhigen Sekunde zeigen, wie der Unterschied ist zwischen meinem jetzigen... meiner jetzigen Einstellung mit dem mit der Sichtweite und einer anderen, also wenn ich 60 Sichtweite von 60 noch mache. Aber das machen wir nicht jetzt, das machen wir. Die Zeit dafür ist wie viel. Nein, 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 nein. Wir verlieren noch 2 Stück, leben bei denen noch. Oben habe ich das noch keinen gesehen. Was nicht heißt, dass da keiner ist. Wahrscheinlich eher im Gegenteil. Da hinten ist... Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Okay. Oh fuck. Ist der Bandit. Der Puls. Da haben wir ihn! Da sind wir fast weggezischt. Zum Glück hat er nur eine Pumpgun gehabt. Auf die Entfernung, er konnte nichts mehr machen. Deko schäfte ihn. So. Ich nehme den guten Castle. Läuft das schon mal ganz gut, Muchachos. Wir sind leider nicht erst. Lol. 600 Punkte. Will er mir die Eier rasieren? Please. Ich bin Castle, vielleicht habe ich jetzt gerade mal Zeit, euch den Unterschied zu zeigen zwischen 60 und 90 FOV. Denn es sieht komisch aus, aber man sieht echt viel. Warte, ich stelle jetzt so hin, dass ich den Rand von dem Schrank sehe, von dem Wandschrank. So. So. Jetzt stelle ich die Sichtweite zurück auf 60, so wie es normal ist. Zack, seht ihr das?
wie viel weniger da ist. Also da fehlen bestimmt 5 cm oder so. Am Rand. Und 5 cm, wenn ich den Typen früher sehe, wenn ich so schon da rausgucke, ich kann jetzt schon sehen, wie der da in einem Schrank ist. Wisst ihr, das ist, er läuft. Ich will jetzt nur noch schnell zumachen hier. Eigentlich liebe ich es, das Kinderzimmer so komplett zuzumachen. Jetzt nur noch die zwei. Im Kinderzimmer gehen wir gleich, oder? Also einfach ans. Jetzt aber. Was ist denn das hier die ganze Zeit, wenn mich alle verarschen? Ich suche nach Feinden. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter gefunden. Das Gefühl, ich höre hier die ganze Zeit was. Hier außen an der Wand hängt auf jeden Fall was. Ich bin fast überlegen, wo ich rausspringen soll. Das wäre auf jeden Fall wieder eine coole Action. Aber ich habe es geschafft, hier zuzumachen. Ja. Wenn sie im Schlafkinderzimmer sind, müssen wir erstmal rausspringen. Oh, hier draußen ist einiges am Rumpimmeln. Nur eine Kamera draußen. Haben wir eine Kamera? Nein, wir können Valkyrie. Ich glaube, da drüben ist einer und da drüben ist irgendwas. Sensor eingesetzt. Hier, wir chillen mal einfach dahin. Irgendwo hier ist das Ding. Da pimmeln sie meistens um die Ecken. Huh! Sag, er ist reingelaufen. Da hingeschossen, da war noch keiner da und läuft da einfach rein. Den Gegner von der Sicherheit das abhalten. Feindsuche läuft. Hier, da ist ein Schild drin auf jeden Fall. Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Den Gegner von der Sicherung des Biogefahrgutbehälters abhalten. Wow! Alter, hab mich erschrocken, Muchachos. Alter fucking Schwede. Ich hab nichts gesehen. Okay, Thatcher und Shield sind noch irgendwo. Der Shield ist schon... Fuck. Fuck, 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 fuck. Nein! Oh, auf einer Seite Schüler von einem Thatcher. Ich hätte den Thatcher killen können. Ich hab mich so erschrocken, Alter. Fuck. Muchachos, aber so kann's auch laufen. Ich hab mich echt fucking verjagt, als sie am Deck gekommen. Beziehungsweise ich wusste, ich hab mich. Ja. Egal. Egal, Muchachos, egal. Passiert den Besten, passiert den Besten. So, im Angriff sind wir wieder. Nehmen wir den Termite. Termite, er läuft. Einer weniger im Team. Er läuft. Er läuft. Er läuft. Oh fuck! Hätte ich den Thatcher gekillt, hätte der Thatcher nicht den Kollegen im Zimmer gekillt. Und wir hätten das Ding gewinnen können. Daran liegt's manchmal, Muchachos. Daran liegt's. Den Puls, hätte ich den Puls gehabt. Wäre ich mir sicher gewesen, dass er da ist. Aber ich hab noch draußen, ich hab zu wenig gesehen. Egal. Keine Entschuldigung. Ist wie es ist. Bei denen ist einer nicht ready. Er braucht. Muchachos ist übrigens richtig geil, dass unser Pokémon Go Vlog Let's Play Dingsbums so gut angekommen ist. Freuen wir uns richtig drüber. Und ich habe einige Kommentare gelesen.
Fang nicht auch noch mit Pokémon Go an. Bitte tut es nicht. Das Ding ist, wir zocken ja eh, was uns Spaß macht, Muchachos. Und ist ja nicht so. Wobei, okay, gestern kam statt. Ich glaube, gestern kam dafür kein Rainbow Six. Aber das lag eher daran, dass wir so wenig Zeit hatten, weil Marvin zum Urlaub musste. Und nicht daran, dass Pokémon Go kam. Also, theoretisch lassen wir nichts Altes weg. Oder streichen es komplett, um was Neues zu machen, sondern wir machen das quasi so zusätzlich. Oder lassen dann irgendwie eine Folge Rainbow Six weg. Dann kommt Rainbow Six nicht jeden Tag. Was jetzt auch nicht ganz so ist, aber nur fast. Und so, also es ist nicht so, dass wir großen Nachteil haben, wenn wir Pokémon Go machen. Es macht halt einfach unnormal Spaß. Und es wird natürlich jetzt auch nicht irgendwie regelmäßig Pokémon Go kommen, sondern irgendwie mal so. Denn Pokémon Go muss man rausgehen. Zum Rausgehen brauche ich geiles Wetter. Bei scheiß Wetter gehe ich auch nicht raus und nehme Pokémon Go auf. Oh, da ist auf jeden Fall jemand. Hallo? Hier in der Ecke liegt einer. Na, die kam wieder raus. Wieso kam die denn bitte raus? Please! Scheiße, ich hab ihn angefrackt, der ist nicht schnell genug gestorben. Hier ist jetzt langsam. Langsam wird das uncool hier. Wir sind noch zu zweit gegen drei. Da ist offen, ich nehme also an. Hier links neben mir in der Ecke ist einer. Nein, ich hab ihn angeschossen, ich hab ihn angefragt. He's coming. At my window, thanks. Please, jetzt sind wir nur zu dritt. Was ist denn los hier? Er hat ihn nicht mal gekillt! Was ist denn falsch bei der Twitch? Come on, Alter, aber unsere Leute sind auch so früh alle gestorben, ey. Was macht er da? Please. Und er verlässt das Spiel instantly. Was ist falsch bei dem Typen? Jetzt sind wir schon wieder nur zu dritt. Eben gerade war noch so ein Rekrut dabei. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Warum ist manchmal Rainbow Six so bitchig? Ich logge jetzt nicht ein. Und möglicherweise, wenn wir Glück haben, noch ein fünfter Mann dazukommt. Check mal meine Herausforderungen ab. Nichts. So, es scheint irgendwie keiner zu kommen. 5, 4, 3, 2, 1. Kraul mir die Nüsse. Zu dritt. Wir müssen den Biogefahr gut werden. Oh, ist das behindert, ey. Please. So, da ist zu. Wir hier auch noch zu. Wir haben nur einen Dock, keinen Rook. Das heißt, ich muss hier auch nicht großartig lange noch warten. Ich gehe nach oben.
Hier auf, ich mache da auf. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter. Das mache ich oben auf. Wenn ich merke, dass sie davor sind, mache ich oben auf, damit sie Angst kriegen und hier oben auf achten. Nicht darauf achten, dass ich unten bin. Wobei da schon einer davor steht. Okay, wenigstens ist schon mal, ist schon mal einer von denen tot. Sehr schön. Go, go, go away. Don't bitch move. They know we are there. Shoot, please. Shoot at them. Soll sie ablenken. Der Typ geht irgendwo anders rum. Nein, scheiße! Oh, ich hätte runtergehen sollen, ich hätte runtergehen sollen. Fuck, keine Kamera. They're opening next to you. Nein, warum musste er jetzt das C4 rausholen? Oh, so eine Scheiße, Muchachos. Welchen Scheiß-Timing. Was soll's, Muchachos? Wir haben relativ gut gespielt, leider verloren. Wir waren auch nur noch zu viert, oder ja, zu viert, glaube ich. Das war echt scheiße. Schade, aber so kann Rainbow Six auch laufen. Ich bringe euch das jetzt, weil ich alleine bin und weil ich nachfrage, ob das in Ordnung ist, eine Runde hochzuladen, bei der wir verlieren. Also, sagt Bescheid, ob das so in Ordnung war. Ansonsten, wenn ihr sagt, nee, lad mal sowas lieber nicht hoch, wo ihr verliert, auch wenn du einigermaßen gut gespielt hast, dann lade ich das nicht hoch und dann kommen nächste Runde nur noch, nächste Zeit nur noch Runden, wo wir gewinnen. Oder wo wir wirklich richtig gut spielen oder keine Ahnung was. Jetzt ist er sogar doppelt. Ich bin alleine, kann nur eine Sicht hochladen und hab verloren. Muchachos, gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Reingauen. Bye, bye.